Ja, Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter. Wir sind wieder, ihr seht es schon, in Space Engineers, konkret in unserem kleinen Schweißschiff, weil das Ding hier muss weg. Das haben wir jetzt in den letzten Folgen immer wieder festgestellt, dass es ständig im Weg ist, also muss es jetzt einfach mal weg. Leider hatte dazwischen den Folgen Markus jetzt in den letzten Tagen nicht so viel Zeit, um da irgendwie das jetzt schon komplett fertig zu machen. Bisschen was seht ihr, ist verschwunden, aber ich gebe es offen zu, die Welt ist es jetzt nicht. Deswegen, ja, werden wir jetzt einfach hier zusammen noch ein bisschen was durchsägen. Haben wir noch 2-3 Folgen bis zur magischen 100. Und ja, wie gesagt, es muss einfach mal aus dem Weg. Das ist ansonsten gerade relativ schwierig hier alles. Wir können hier irgendwie nur schwer mit unserem Frachter durchmanövrieren. Es geht zwar irgendwie, aber ja, wir haben es beim letzten Mal ja schon gesehen, halt auch nur irgendwie. Ja, gleich irgendwie mal kurz angeditscht, gleich ist wieder der Container kaputt und so Sachen. Ja, sind ein bisschen nervig, muss nicht sein. Also, gehen wir hier nochmal kurz mit dem Grinding-Shift durch. Ich habe übrigens auch den Kommentar, danke an der Stelle übrigens, mir zu Herzen genommen, dass ich ja das ganze Ding zur Not einfach auf Station stellen kann. Also das Grid von Schiff auf Station umgebaut. Also nicht umgebaut, sondern halt einfach ins Menü rein und gemacht, fertig anklicken und dann ist es das schon. An der Stelle kann man jetzt diskutieren, ob das ein bisschen cheaty ist oder nicht. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen dämlich, hier ständig in einzelnen Blöcken hinterher zu fliegen und es kostet eh alles schon sehr viel Zeit, das hier wegzukriegen. Insofern glaube ich, passt das an der Stelle schon. Das können wir uns hier mal erlauben. Ist auf jeden Fall sehr hilfreich, das jetzt hier irgendwie relativ hügig machen zu können, ohne dass wir jetzt dann dauernd irgendwelche Blöcke jagen. Ansonsten zugeben, der Drucker ist noch nicht ganz fertig. Da muss noch mal jemand ran und die letzten verbleibenden Arme noch bauen. 4 Stück sind es noch. Aber zumindest die Anleitung dafür, wie es geht, steht schon hinten. Wir haben es ja schon mit ein paar Armen gemacht und diesmal auch die Funktionalität unter Beweis stellen können, was ich immer noch sehr cool finde. Ja, und ansonsten jetzt halt erstmal, wie gesagt, hier ein bisschen Stahlplatten aus dem Wrack hier rausholen. Die Tanks machen wir jetzt auch gleich leer. Ja, ich weiß, da ist noch Hydrogen, also Wasserstoff drin. Aber ja, ist jetzt glaube ich nicht so wild, weil... Na, guck mal. Guck mal, was da gerade passiert ist. Habt ihr es gesehen? Oh, doch nicht. Ich dachte, der sah gerade irgendwie... Okay, ich dachte, den hätte ich gerade zerlegt. Naja, zum Glück doch nicht. Ich werde jetzt nicht sämtliche Wasserstofftanks, die hier in dem Schiff sind, jetzt irgendwie abpumpen. Einfach schlichtweg so viel brauchen wir von dem Zeug momentan nicht. Auch unser Kriegsschiff ist ja ionenbasiert. Und andererseits, wenn wir unbedingt Wasserstoff brauchen, wir haben in dem Asteroiden Eisvorkommen. Also das heißt, dann gehen wir da einfach nochmal mit dem Miner durch und bauen noch eine Ladung Tanks. Und dann jagen wir das halt durch die H2O2-Generatoren. Genug hat davon haben wir ja auch auf der Station angebracht. Insofern ist das jetzt alles nicht so wild. Ja, ansonsten, was gibt es Neues? In der Sekunde eigentlich hätte ich gar nicht so viel. Ich hatte mir eigentlich noch was etwas Größeres für das 100-Folgen-Special vorgestellt. Allerdings muss ich da ganz offen zugeben, da hat mir mein Musikprogramm einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil das funktioniert mittlerweile unter Windows 11 mit dem neuen Audio-Interface einfach gar nicht mehr. Das heißt, da muss ich erstmal Ersatz beschaffen. Und vor allem halt eben, dann brauche ich auch wieder neue Libraries, weil ich meine, ich mache zwar sehr viel mit Hardware-Synthesizern, für die brauche ich keine Libraries, die funktionieren so einfach, aber für das, was mir da vorschwebt, brauche ich noch so ein bisschen, ja, eher Töne natürlichere Instrumente, die ich mit den Synthesizern halt so nur eher schlecht produzieren kann. Das heißt, da muss ich nochmal schauen, dass ich jetzt irgendwie dann auch nochmal aktuelle 64-Bit-Libraries kriegt, weil meine alten waren halt irgendwie noch alles 32-Bit-Programme und die sind mittlerweile einfach hoffnungslos inkompatibel. Ich habe ein bisschen was vor. Wird es jetzt wahrscheinlich nicht zum 100-Folgen-Special werden. Das ist ein bisschen schade. Ich habe aber noch eine Alternatividee, was wir machen können und da will ich auch dran festhalten. Also es wird ein bisschen besonderer werden als sonst und ich werde was tun, was ich schon vor gegebener Zeit ja schon mal zugesagt habe und ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Das könnte sehr lustig werden. Oder vielleicht sehr katastrophal. Wer weiß das schon. Andererseits
Zerstörung schafft ja auch wieder nur Raum für Neues, insofern alles gut. Ja. Schauen wir mal, hier gehen wir jetzt erstmal, aber wie gesagt, weiter erstmal durch das Wrack durch. Ein paar Meter haben wir noch. Weiß auch nicht, ob wir jetzt wirklich komplett alles wegmachen oder jetzt irgendwie sagen, okay, was weiß ich, mal schauen, dass wir jetzt irgendwie hier nochmal ein bisschen Platz einfach geschaffen bekommen. Mal hier diese ganzen hohen Aufbauten weg, die Kanone da vorne kommt weg. Leider. Ich bin eigentlich ganz froh, dass sie da sind. Sie hat uns auch in der einen Folge, als wir angegriffen wurden, ein bisschen den Arsch gerettet, weil tatsächlich wir die Kanonen der Station abgeschaltet hatten. Das heißt, das Einzige, was uns verteidigt hat, waren diese Kanonen hier auf dem Wrack, die wir ja gehackt haben. Sollten wir auch zusehen, dass wir das jetzt schleunigst ändern, also sprich auch Verteidigungen sollten wir aufbauen, und es wird jetzt auch, denke ich, so ein bisschen was werden, was wir dann heute auch tun wollen. Also zumindest ich möchte das tun, weil mir sind noch so zwei, drei Ideen gekommen, was wir machen können. Also nicht nur einfach irgendwie noch so einen weiteren Kanonenpickel irgendwie auf den Fels setzen, sondern ja auch den Fels vielleicht ein wenig strategisch nutzen. Und die Idee dazu ist mir tatsächlich gekommen, als ich dieses Schiff hier abgesägt habe, weil da bin ich darauf gestoßen, dass es eine ganze Reihe von Decoy-Blöcken drin hatte, also Störsender im Grunde genommen, die das gegnerische Feuer auf uns ziehen. Und meine Idee ist jetzt im Grunde genommen, okay, wir buddeln uns ein bisschen unter den Asteroiden, also so, dass Fels über uns ist, und stecken da mal so einen Decoy-Block rein. Klar, gegen Raketen hilft es nicht viel. Aber gegen diese ganzen kleinen Nervdrohnen könnte es halt schon sehr, sehr effizient sein, weil die können mit ihren MGs die Voxel nicht kaputt schießen. Das heißt, die würden halt einfach die ganze Zeit auf den Felsboden schießen. Das heißt, auch unser Decoy-Block, dem dürfte es ziemlich gut gehen, weil das Feuer nicht zu ihm durchkommt. Aber sie hören halt eben auf, irgendwie auf das nächstbeste Ziel zu schießen, was sich ihnen bietet, was meistens der Solarturm ist. Das wäre schon ganz fein. Dann hat der nämlich ein wenig mehr Sicherheit, und das finde ich ganz gut, aus Gründen. Weil ich meine, wir haben den jetzt auch schon irgendwie so oft wieder repariert. Wäre schön, wenn wir da Wege finden, das nicht mehr so oft tun zu müssen. So, hier mal noch ein bisschen die funktionalen Blöcke wegsensen. Und ja, wir haben jetzt schon so viel rumgesägt, das Ding ist gerade mal zu 33% voll. Na gut, ich meine, es hat auch Container wie Sand am Meer, also insofern. Sollte man auch nichts anderes erwarten an der Stelle. Und ja, das mit den Lauflichtern finde ich auch sehr cool. Da müssen wir hier auch noch in der Station irgendwas tun, gar keine Frage. So, mal kurz ein bisschen gerade hinsetzen. Ein Schluck gegen den Frosch im Hals, der sich schon wieder aufbaut. Parallax Commander, ja, der geistert da hinten auch noch rum, der lila, das ist das lila Signal, also das ist das lila Signal, das wir gerade sehen, so. Ja, ist ein bisschen spät, da ist es mit der Wortfindung manchmal auch nicht mehr so prickelnd. Ja, war auch ein langer Tag heute wieder bei mir. Aber ja, deswegen noch so eine Kleinigkeit wollte ich jetzt hier einfach noch machen, auch um ja, auch wieder zugehendermaßen auch wieder ein bisschen Content auf Tasche zu kriegen. Braucht man ja auch, damit es hier weitergehen kann, konstant. Nö, aber ansonsten, ja, ein schöner Freitagabend bei mir gerade. Ja, klar, wenn du das hier siehst, wird es wahrscheinlich nicht mehr Freitag sein. Oder wieder, wer weiß. Ja, aber ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, jetzt auch gerade so mit den Überlegungen, was machst du denn jetzt zu der 100. Folge, ist mir halt irgendwie auch nochmal so ein bisschen wieder präsent geworden. Wir machen das ja eigentlich jetzt halt auch schon wieder fast 100 Folgen lang. Also, das hätte ich mir vielleicht auch irgendwie, weiß nicht, gab Zeiten, da konnte ich mir das gar nicht vorstellen, ja, so irgendwie sozusagen, okay, wir machen jetzt hier ein Let's Play und irgendwie spielen hier und labern die ganze Zeit irgendwie durch und bla, Fasel, Sülz, hast du nicht gesehen, und versuchen halt hier so ein bisschen so zusammen Dinge zu tun. Ja, und jetzt sind da halt einfach irgendwie schon bald 100 Folgen auf diesem Kanal, plus noch diverses andere Zeug, was wir auch noch halt eben noch so neben dem Space Engineers Let's Play gemacht haben und Tutorial-Videos. Da würde ich auch übrigens demnächst gerne nochmal wieder was Neues machen. Bin mir noch nicht ganz sicher, was.
Es gibt ein paar Themen, die ich gerne mal irgendwie noch mal ein bisschen beleuchten würde. Davon auch irgendwie eins, auf jeden Fall hier mal die ganzen beweglichen Blöcke, also Scharniere, Rotoren, Pistons. Klar, wir haben die jetzt natürlich im Let's Play alle irgendwie schon mal eingesetzt und auch was mitgemacht. Und wenn ihr das hier so ein bisschen verfolgt, habt ihr das sicherlich alles auch schon mal in irgendeiner Form gesehen. Aber halt eben, wie gesagt, noch mal ein bisschen in die Tiefe gegangen, ein bisschen, wie soll ich sagen, noch mal auch ein bisschen ausführlicher behandelt, was man da so tun kann und warum man das tun kann. Da geht noch ein bisschen mehr als das, was wir bisher getan haben. Ansonsten habe ich auch noch ein paar andere sehr schöne Vorschläge bekommen, beispielsweise, ja, wie kann man denn auf welchem Planeten oder mit welchem Spielstart am besten irgendwie überleben? Finde ich eigentlich auch ein sehr spannendes Ding. Möchte ich auch machen. Muss halt nur mal schauen, dass, ja. Also es ist keine Frage des Ob, sondern eine Frage des Wann. So viel steht eigentlich für mich momentan da schon mal fest. Weil ich fand die Idee eigentlich ziemlich cool, weil gibt dann doch so zwei, drei kleine. Ich meine, im Großen und Ganzen, der Spielstart ist eigentlich schon immer relativ ähnlich, aber es gibt dann doch so zwei, drei kleinere Details zu beachten, gerade bei den unterschiedlichen Planeten. Ja, würde ich aber vielleicht auch tatsächlich sagen, okay, dann schalten wir halt eben auch mal irgendwie die Standardeinstellung an. Also sprich, es gibt dann halt eben auch Wölfe und Spinnen. Warum nicht? Können wir ja mal machen. Ich hoffe, ihr habt kein Problem mit Arachnophobie an der Stelle. Was? Potential Hostiles? Wie geil ist das denn? Der hat Audio? Krass. Der hat tatsächlich Audio gehabt. Wie cool. Oh. Wenn diese Mod Dinge tut, die ich vorher in der Form noch nicht erlebt habe, dann heißt es, und apropos erleben, jetzt heißt es hier gleich noch was ganz anderes, wir müssen die Türme anschalten. Also zumindest mal die da oben. Weil ich glaube, der kommt näher. Oh ja, wieder näher kommt. Also alles, was hier irgendwie Turret ist, geht an. Ich hoffe jetzt, dass unsere Türme nicht irgendwie anfangen. Nicht anfangen, hier innen alles kaputt zu schießen. Glücklicherweise hat, glaube ich, gerade das Schiff, unser Kriegsschiff, keine Munition. Die hier oben sollten sie allerdings haben. Er ist auf jeden Fall an. TMG ist. Also Gatling ist an. Ja, weil ich habe so das Gefühl. Nee. Kommt er her oder fliegt er vorbei? Also wenn er vorbeifliegt, dann verdammt knapp. Also, es sieht aber tatsächlich so aus. Es sieht tatsächlich so aus, als ob er vorbeifliegt, aber in einem sehr, sehr steilen Winkel. Na gut, dass wir die Kanone im Moment noch nicht abmontiert haben. 48. Ja, er fliegt seitlich weg. Er fliegt seitlich weg. Da können wir kurz schauen, aber ja, nochmal um zu dem zurückzukommen, wenn diese Mod plötzlich Dinge tut, die sie vorher nicht getan hat, namentlich Funksprüche abgeben, könnte es natürlich sein, dass wir vielleicht wieder diese komischen Inhibitor-Fields haben. Das wäre natürlich ein bisschen kacke. Ach, das ist ein Assertive. Alter, das ist gut. Das ist wirklich, stopp mal, das ist ja nicht die böse Mod. Das ist ja nicht die Modular Encounter, sondern das ist die Assert, also die von Splitzy. Und die benutzt, glaube ich, nicht diese Respawn, oder kann ich mich auch täuschen, diese Inhibitor Fields. Nein, benutzt sie anscheinend nicht. Wir können hier mit dem Jetpack ranfliegen. Wir werden hier nicht blockiert. Boah, das ist hier aber. Uiuiui, hier ist Party am Start. Ja, das ist ja cool. Das ist cool. Also wirklich, ich mag's. Dass hier wirklich jetzt auch auf Funkverkehr kommt und man das so hört, saugut. Wirklich saugut, gefällt mir. So, wir verpissen uns jetzt erstmal nach Hause, weil, ja, Gründe. Auch wenn ich durchaus Bock hätte, dieses Schiff zu kapern, aber
Ja, ist gerade vielleicht ein bisschen viel unterwegs hier. Und außerdem haben wir ja noch Dinge zu erledigen. Also insofern, die Jäger kommen wahrscheinlich gleich angescheißert, also die Drohnen. Aber das sollen sie gerne tun. Wir sind nämlich wieder scharf und auf Sendung. Deswegen habe ich da jetzt erstmal keine großen Bauchschmerzen. Aber Bauchschmerzen, ich bin glaube ich gerade irgendwie voll an unserer Basis vorbeigeflogen. Kann das sein? Da hatten wir noch einen Uranasteroiden, den wir glaube ich jetzt nicht brauchen. So, mal kurz einfach die Trägheitsdämpfer ausschalten, da kommen wir schon von alleine voran. Nochmal einen schönen Schluck koffeinhaltigen Heißgetränks. Kann nie schaden. Ja, wir brauchen irgendwas, womit wir sowas besser abfangen können. So, aber für den Moment erstmal wieder zurück nach Hause. Und mal schauen, wie lange es dauert, bis die Kollegen angescheißert kommen. Na, die kommen schon, die kommen schon. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Wir haben keine Munition, das sollten wir mal dringend ändern, weil, ja, Gründe. Die Gründe fliegen nämlich gerade sehr schnell in unsere Richtung. Das heißt, wir schnappen uns ganz schnell mal ein wenig. Das ist Elite-Munition. Oder wie hieß die denn jetzt? MR30E. Naja, von mir aus. Hier wird schon ordentlich geballert. Ich glaube, die Tracer-Mod muss ich auch nochmal installieren, jetzt wo ich hier gerade so das Feuer hier anfliegen sehe. Na komm. Ah, verdammt, hier oben haben wir gerade keine Gatlings. Das ist jetzt natürlich ein bisschen unschön. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir die so ein bisschen ablenken wenigstens. Aber im Treffen sind sie auch nicht so die Besten, habe ich das Gefühl. Also nicht, dass mich das gerade sehr stört. Aber ich versuche so ein bisschen hier nach oben zu ziehen, wo sie dann hoffentlich in die Reichweite von unserem Türmchen hier kommen. Und zwar idealerweise ohne, dass wieder die Solarzelle aufs Maul kriegt. Au. Yes, das hat schon mal gut gesessen. Naja, das war jetzt nicht so der beste Screenshot. Mal schauen, ist hier noch irgendwas, was ich abzuernten lohnt? Oh, auf jeden Fall ein paar. Ja, vielleicht erstmal die andere Drohne zerlegen. Das wär schlau. So, wo ist denn unsere Body Location? Da hinten. Kommen wir daran, ohne zersiebt zu werden? Könnte eng werden. Ja, schwierig. Sehr schwierig. Egal, wir versuchen es nochmal. Was kann schon schief gehen? Außer, dass wir ein paar Mal sterben. Da sind wir ja gut drin. Unser Körper sieht aber auch nur ein bisschen buggy aus. Boah. Haben es gerade gehabt und dann wieder tot. Verdammt. Oh, das nervt.
gucken, wie wir jetzt schnell sind. Kann die Drohne vielleicht nicht... Na, da ist er schon wieder am Ballern. Und jetzt schon ganz schnell weg hier. Komm, auf hier hoch. Hier gibt's Freude und Glückseligkeit. Hier oben bin ich. Komm, auf. Und vielleicht können wir ein bisschen ausmanövrieren. Und vielleicht auch noch einen gescheiten Screenshot hinkriegen. Das wäre ganz toll. So nicht. Naja, der war jetzt nicht so cool. Ja, ich mache hier gerade eigentlich... Gerade mache ich hier irgendwie den Decoy-Block. Ja, das könnte ganz gut sein. Na komm. Ja, vielleicht auch nicht. Jetzt habe ich gerade echt gehofft, dass ich endlich mal die Gatlings zerlegt habe. Nein, habe ich nicht. Und außerdem bin ich kurz vorm Sterben. Ich muss mal ganz kurz weg. Und ganz dringend nachheilen, sonst ja, haben wir wieder Spaß, unsere Waffen zurückzukriegen. Habe jetzt gerade wenig Lust drauf. So, da geht's erstmal. So, was schießt denn da schon wieder? Schießt der in den Berg rein? Sieht so aus, als ob der in den Berg rein feuert. Tatsächlich hart abschalten finde ich da manchmal ein bisschen hilfreich. Haben wir ihn entwaffnet? Sieht so aus, ne? Hier brennt's da. Oder er hat keine Munition mehr. Das könnte natürlich auch sein. Aber jetzt hat er auf jeden Fall kein Ha. Jetzt kann er uns nichts mehr. Jetzt können wir den ganz entspannt. Mal schön entspannt jetzt zerlegen. Gucken, ob wir den Remote-Block kriegen. Dann hören wir nämlich auch vielleicht mal auf, so dämlich rumzufliegen. Oh. Ich würde sagen, der hat aufgehört, ganz dämlich rumzufliegen. So, sehr schön. Wo ist eine andere? Den würde ich jetzt aber dann doch eher zersägen wollen, weil ja, ein paar Thruster Components würde ich mitnehmen. Und vielleicht noch irgendwie. Haben wir vielleicht hier noch Reaktorteile? Warte mal, das kriegen wir hin. Wir können ja mit Steuerung und Z können wir uns ja relativ zu der Position von dem Kollegen ausrichten. Das heißt, er fliegt jetzt rum, wie er will. Wir können trotzdem weiterhin absägen. Das ist ganz schön. So, und der fliegt auch gleich nicht mehr, weil ihm dürfte gleich die Möglichkeit ausgegangen sein, sich in irgendeiner Richtung anzutreiben. Nein, sie ist ihm jetzt schon ausgegangen. Au. Au. Explodiert mir auch glatt so eine Drohne ins Gesicht. Das ist schon ein bisschen widerlich. Aber ja, hätten wir geschafft. Sehr schön. Ja, okay, da können die schießen, was die wollen. Da werfen sie nichts, was uns irgendwie wehtut. Aber das hier, die Stelle, die ich gemeint hatte, die würde sich auch durchaus nochmal sehr dafür anbieten, hier nochmal irgendwann sowas wie einen Durchbruch und einen zweiten Eingang zu machen.
da kommt ein Keen Burst Fire Bomber an. Vielen Dank für die Unterstützung. Leider ein kleines bisschen zu spät. Aber gut, wir können uns ja glücklicherweise auch ganz gut selbst verteidigen. Was sagt denn eigentlich die Ausbeute? Schrott? Hä? Ach, sag bloß, da ist irgendwas in der Mod drin, dass die Triebwerke keine Wasser-Components geben. Das könnte eventuell sein, weil wir haben jetzt wirklich gerade gar keine bekommen. Und das kann nicht daran liegen, dass da keine drin gewesen wären. Naja. So, hatten wir tatsächlich mal wieder ein bisschen Action gehabt diesmal. Das ist irgendwie anders als geplant. Ich hatte es eigentlich ja irgendwie noch vorgehabt, jetzt vielleicht noch irgendwie Verteidigung zu bauen. Stattdessen habe ich Verteidigung geflogen. Aber ja, wir sehen auf jeden Fall an dieser Situation wieder, dass wir noch weit davon entfernt sind, eine perfekte Basisverteidigung zu haben, weil die konnten sich da jetzt irgendwie sehr unbehelligt nähern, ohne dass da irgendwie groß was passiert ist. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall schauen, wie wir das jetzt hier am blödesten anstellen, weil wir brauchen wahrscheinlich eine relativ weit laufende Versorgungsleitung, weil wir wollen auch die ganze Munition dadurch transportieren. Das wollen wir nicht alles von Hand in die Türme laden. Aber zumindest nicht auf Dauer. Und schon gar nicht die großen Artilleriegeschosse. Das macht wenig Spaß. Was ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen kann, ist, wenn wir diese Linie, die wir da oben haben, also wo wir jetzt im Moment noch unsere erste Etage haben, in der irgendwie die Medbay ist und das Café und die Bar, dass wir da vielleicht einfach geradeaus erweitern und das dann auch so ein bisschen als Plattform für Verteidigung benutzen. Das wäre, glaube ich, keine so schlechte Idee. Also, Moment mal, ich dock mal kurz das Ding wieder an. Ja. Beziehungsweise, bevor ich das tue, gehe ich vielleicht hier nochmal durch die Tanks, dass hier auch mal ein bisschen Platz entsteht. Das machen wir gerade noch schnell, ja. Aber dann zeige ich euch das nochmal ganz kurz. Ganz kurz, als ob ich in diesem Let's Play irgendwas mal kurz gemacht hätte. Naja gut, Leben tue ich relativ kurz, besonders in der Präsenz von Gegnern. Das ist tatsächlich etwas, was kurz geht. Oder natürlich die Haltbarkeit meiner Jäger, die ist auch irgendwie in der Regel eher als kurz zu bezeichnen. Wobei ich da jetzt auch mal gespannt bin, nachdem wir jetzt irgendwie den Druck haben, da gab es auch nochmal einen schönen Kommentar. Hat mir auch gut gefallen, die Idee, dass wir einfach irgendwelche Wegwerfdrohnen bauen, die wir halt einfach immer wieder rausschicken. Hat mir auch sehr gut gefallen. Müssen uns was Schönes, aber trotzdem ein schönes Design einfallen lassen, ne? Weil ihr wisst ja, muss ja auch ein bisschen was das Auge hergeben, sonst ist es langweilig. So, das wäre hier auch weg. Ja, vielleicht das Zeug hier auch noch gerade weg machen. Das steht so zu blöd in der Luft rum. Und ja, Platz haben wir noch ein bisschen. Das heißt, da können wir uns jetzt nochmal hier schön durchsensen. Das nehmen wir jetzt hier gerade noch mit, ja. Auf jeden Fall. Dann ist das mal weg. Nächster Schritt ist natürlich noch die Plattform da unten, aber das machen wir jetzt heute nicht mehr. Ja, und dann müssen wir auch mal langsam anfangen, unseren Frachter zu wobei ein bisschen, ja, vielleicht nochmal irgendwie noch mal eine kleine Ressourcentour machen oder so, wäre glaube ich ganz gut. Oder vielleicht sogar nochmal, wir haben ja jetzt wieder ein paar neue Stationen gefunden. Wobei gerade seh ich sie wieder nicht. Antenna 2, sind die gehören nicht uns. Interessant. Was wollte ich gerade sagen und habe es wieder vergessen? Achso, ja, nochmal eine kleine Ressourcentour vielleicht machen oder nochmal Stationssuche, irgend sowas. Wäre, glaube ich, auch nochmal ein Ding. Wobei jetzt für prinzipiell ressourcentechnisch haben wir jetzt wieder ein paar schöne Vorkommen gefunden. Platin müssen wir auf jeden Fall nochmal. Gold und Silber haben wir jetzt, glaube ich, erstmal wieder. Ja, Mengen würde ich jetzt, es sind jetzt keine unendlichen Mengen, das ist keine Frage. Wir haben irgendwie zweimal in meiner Folge gemacht, einmal mit Gold, einmal mit Silber, das ist jetzt nicht unendlich viel. Aber das dürfte uns erstmal eine Weile reichen. Insofern sind wir da erstmal fein, aber auf jeden Fall nochmal ein wenig Platin einstecken wäre gut, Uran einstecken wäre vielleicht auch noch ganz nett. Schauen wir mal. Aber gut. Dann würde ich tatsächlich sagen, Überraschung,
wir machen in der nächsten Folge hier an der Stelle weiter. Gucken uns dann vielleicht auch mal an, was da oben rumfliegt, weil das würde mich interessieren. Das bewegt sich nicht allzu schnell und wer weiß, was wir da eintüten können. Ich glaube, da fliegen wir sogar gleich mit Frachter raus. In diesem Sinne, bis dann. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!